Hallo und herzlich willkommen. Heute bin ich in Schüttdorf und hier ist richtig viel los. Ich stehe vor dem CVJM-Heim der reformierten Gemeinde in Schüttdorf und diese beherbergt das Flüchtlingscafé. Und zurzeit sind viele Menschen aus der Ukraine geflüchtet, die hier Aufnahme und Rat und Hilfe finden. Gleich wird mich hier Gönül Utscha, die hier mitarbeitet, begrüßen und sie wird mir das Gebäude zeigen. Frau Balterwied, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei uns in Schüttdorf im Flüchtlingscafé. Wie schön, dass Sie mich so freundlich empfangen. Sie werden mir jetzt das Haus zeigen? Sehr gerne. Das ist ein Gebäude vom Evangelisch-Reformierten Kirche, CVJM, Flüchtlingscafé. Hier treffen geflüchtete Menschen, wo wir mit denen über ihre Probleme oder wo wir sie, denen weiterhelfen können. Und wie lange arbeiten Sie schon hier? Ich arbeite seit 2016 hier im Hause. Und bringen Sie selbst Erfahrungen mit? Ich komme selber aus der Türkei, spreche Arabisch und Türkisch und übersetze auch für Arabisch Sprechende. Sie waren wahrscheinlich in der Flüchtlingszeit von 2015 an ganz wichtig hier. Ja, kann man so sagen. Und jetzt sind Sie da für Menschen aus anderen Ländern, aus der Ukraine, die jetzt hier sind. Auch, wir helfen alle geflüchteten Menschen hier im Hause und die knüpfen hier ihre Kontakte, wo die sich Hilfe auch holen und wir leiten die auch weiter. Und Frau Utscha strahlt eine solche Herzlichkeit und Freundlichkeit aus, dass ich mir vorstelle, die Menschen, die hierher kommen, die fühlen sich bei Ihnen gleich richtig aufgenommen und willkommen. Das, bitteschön. Dankeschön. Dankeschön. Bitte kommen Sie rein. Das ist unser Flüchtlingscafé, Café Kontakt nennt sich das. Und wir treffen uns hier einmal wöchentlich, immer am Dienstag. Ja, man hört hier schon, hier wird rege gesprochen und Menschen sind da. Wie viele kommen hier so? Das ist immer jeden Dienstag unterschiedlich. Menschen, die vom Rathaus oder hier untergebracht werden, kommen, dann kriegen das automatisch mit, dass sie hier im CVTN von der Evangelisch-Reformierten Kirche auch ein Flüchtlingscafé. Die können sich hier unterhalten, sich mit ihren Freunden treffen, auch Hilfe rufen mit Dolmetscher. Und wir haben auch hier unsere Küche. Die können sich auch zu trinken und sich hier unterhalten. Und wie viele Ehrenamtliche oder wie viele Hauptamtliche begleiten die Menschen hier? Wir sind mittlerweile von der Kirche 5, 6 Hauptamtliche, aber da kommen noch welche dazu. Ehrenamtliche sind ja 20, 30 und die werden immer mehr. Es sind ja jetzt auch einige Menschen aus der Ukraine hier. Ist es denn möglich, dass wir auch mal ein Gespräch führen können mit jemand? Selbstverständlich, wir haben auch hier ein paar Dolmetscher mit eingeladen, wo Sie sich mit ein paar Damen auch sehr gerne unterhalten können. Das würde ich sehr gerne tun. Sind Sie schon lange hier in Schüttdorf? Also wir sind schon lange hier in Schüttdorf. Wir haben die polnische Grenze passiert am 10. März. Und möchten Sie mir vielleicht ein bisschen davon erzählen, was Sie erlebt haben? Als wir von dem Krieg erfahren haben, am 24. Februar, haben wir das durch Telefonanrufe erfahren. Also es hat ein Freund angerufen und hat gesagt, dass es Beschüsse gab in der Stadt Charkow. Und ihr Mann war in der Zeit auch irgendwo da in der Nähe. Also sie hat eine große Schockreaktion erlebt, das kann man, glaube ich, nachvollziehen. Und sie ist nach draußen gegangen und es sind, wenn ich richtig übersetze, 4 Raketen durchgeflogen. Woher kommen Sie denn? Aus der Stadt Poltawa. Ja, also das ist 120 Kilometer von Charkow. Dass Sie richtig so den Beginn des Krieges auch hautnah miterlebt haben. Also im Prinzip hat sie die Angst immer noch und das heißt, wenn wir beispielsweise hier in der Stadt Nordhorn haben wir ab und an fliegen ja kleine Flugzeuge, sag ich jetzt mal, und immer dann, wenn sie die hört, dann hat sie im Prinzip eine Starre und kann das im Prinzip psychisch noch gar nicht richtig verarbeiten. Das kann ich gut verstehen. Haben Sie sich allein auf die Flucht gemacht oder haben Sie Ihre Familie mitgenommen? Also sie hat auf die Rückkehr des Mannes gewartet, bis er aus Charkow zurückkam.
Also die haben im Prinzip mit der ganzen Familie beschlossen, dass die an die Grenze der Ukraine fahren, also zur polnischen Grenze sind die im Prinzip. Das war der Beschluss so. Почему польская граница? Потому что на польской границе. Da gibt's eine kleine Stadt in Polen, Mastyczka heißt die, und da leben halt Freunde von denen. Отец священник, и у них было более самое безопасное место для моей семьи. Also auf dem Weg haben die natürlich auch Bombeneinschläge auch miterlebt und hatten natürlich immer wieder Angst, dass sie auch davon betroffen werden. Und ihr Mann ist jetzt auch hier? Also aus gesundheitlichen Gründen kann er nicht an die Front und deswegen macht er die ehrenamtliche Tätigkeit. А с 2014 года та организация, в которой я работаю при церкви, also seit 2014, seitdem es den Krieg in der Ukraine ja sowieso schon gab, haben die einfach auch nicht nur den Leuten in der prekären Lebenslage geholfen, sondern auch tatsächlich fokussiert sich auf diese Lebenssituation mit Kleidung, mit Essen, mit allem, was letztendlich wir, ich sag jetzt mal hier auch ein bisschen machen. Да. Vielen, vielen Dank für das, was Sie mir erzählt haben. Frau Walderwien, hier ist eine andere Dame aus der Ukraine, die gerne auch mit Ihnen gerne sprechen möchte. Oh ja, das freut mich sehr. Über den Krieg und die Situation in der Ukraine habe ich jetzt ja schon einiges gehört. Mich interessiert jetzt auch, wie geht es Ihnen denn hier? Спасибо. Also im Prinzip fühlt sie sich hier sehr, sehr wohl. Also sie wurde herzlichst empfangen, also nicht nur von der Familie tatsächlich, sondern grob gesagt von allen Bürgern tatsächlich in Schüttorf. Alle, die sie trifft, ob es jetzt in der Kirche ist oder anderweitig wo, alle sind wirklich sehr, sehr freundlich und haben sie mit offenem Herzen tatsächlich und Armen empfangen. Aber ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, wenn sie hierher kommen. Sie sprechen kein Deutsch und viele von uns sprechen weder Russisch noch Ukrainisch. Ja, die Sprachbarriere ist tatsächlich ein großes Problem. Also es kann auch tatsächlich zu größeren Problemen dann führen. Ja. Also im Alltag spürt sie natürlich das Problem nicht so groß. Also ob das jetzt Einkäufe sind im Geschäft, ob es Lebensmittel oder sonstiges, das ist in Ordnung. Das kann man auch tatsächlich ohne Sprachkenntnisse erledigen. Aber sobald man irgendwelche Behördengänge erledigen muss oder Bankangelegenheiten, Schul- oder sonstiges, dann kann man das natürlich schwer lösen. Ja. Wo wohnen Sie denn? Ja, also sie wohnt bei Verwandten, bei ihrem Neffen und das schon seit 2 Monaten und ist auch auf der Wohnungssuche. Ja. Also sie sind mit 4 Personen gekommen und ja, und die suchen jetzt eine Wohnung und wohnen mit 4 Personen tatsächlich bei dem Neffen aufgenommen, wohnen da 2 Monate und auf die Dauer ist das natürlich keine Lösung und suchen aktiv eine Wohnung, aber leider gestaltet sich das als sehr schwierig. Letztendlich ist sie unendlich dankbar dafür, wie herzlich man sie tatsächlich empfangen hat. Dankeschön. Ich laufe jetzt hier ein bisschen durch das Café. An den wunderbaren Kickern vorbei. Hier oben gibt es eine etwas ruhigere Sitzecke und da treffe ich jetzt Gennady. Gennady ist auch aus Kharkiv gekommen und ich frage ihn jetzt mal, wie haben Sie eigentlich das ganze Schwere, was Sie in den letzten Tagen erlebt haben, wie verarbeiten Sie das? Я могу сказать, что только с помощью Господа. Also mit Gottes Hilfe hat er das, was schon geschehen ist, tatsächlich ertragen können. Und das, was kommen wird, ist er sich sehr, sehr sicher, dass er das auch ertragen wird oder gut schaffen wird. Остальное, что нам еще предназначено, мы тоже перенесем с его помощью. Sie sprechen das an, was kommen wird. Was ist denn das, was Sie erwarten, das kommen wird oder befürchten, das kommen wird? Also das, was geschehen wird, sieht eher so aus seiner Sicht, dass es im Moment nichts abzuzeichnen ist davon, dass es schnell zu Ende geht. Das, in welchem Zustand sein Land jetzt ist, ist ja auch sehr schwer. Und letztendlich aber weiß natürlich keiner, wohin der Weg führt oder was uns morgen erwartet. Aber das, was im Moment abzuzeichnen ist, ist nichts Gutes. Ничего легкого я не предвижу. Gibt es eine Chance auf Frieden? Ganz, ganz sicher.
Alles ist in Händen Gottes und es wird auf jeden Fall Frieden geben. Und wird es die Ukraine dann noch geben? Ja, glaubt fest daran. Das gibt Ihnen auch Kraft, diese Hoffnung. Der Glaube stärkt ihn daran zu glauben, dass alles gut wird und dass im Prinzip alles zu schaffen ist mit Gottes Segen, mit Gottes Glauben. Möchten Sie irgendwann wieder zurück nach Kharkiv? Ja. Wollen wir gemeinsam um Frieden bitten? Ewiger Gott, wir sehen auf den Krieg in der Ukraine. Wir sehen das Ausmaß an Zerstörung. Wir sehen Gewalt und Tod und so viel Leid. Wir danken dir, dass Menschen da sind, die die Hoffnung aufrechterhalten. Die Hoffnung auf Frieden und Zukunft. Und wir bitten dich um Frieden und Zukunft. Finde du einen Weg, wo wir den Weg nicht sehen. Stärke du alle, die um Frieden ringen. Sei bei den Menschen in der Ukraine, bei den Menschen hier, bei den Menschen auf der Flucht. Mit deiner Kraft und mit deinem Segen. Und gib deinen Frieden. Amen. Mein Besuch ist schon wieder vorbei hier. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie uns besucht haben und sich die Zeit genommen haben, Frau Weiderwegen. Ich gehe reich beschenkt. Ich habe ganz tolle Menschen hier getroffen und ich gehe sehr demütig, dass wir in Frieden leben können und dass wir hier unser Zuhause haben, dass kein Krieg ist, dass wir im Wohlstand leben. Das vergessen wir oft, dass das nicht selbstverständlich ist. Danke, dass ich da sein durfte. Und alles, alles Gute und Gottes Segen für Ihre Arbeit hier. Wir bedanken uns. Dankeschön, dass Sie hier waren.